Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in den Hallen von Edorath. Wieder starte ich die kleine Umfrage. Da ist nichts zu. Für den Fall, dass es nochmal irgendjemand vielleicht nicht mitbekommen hätte. Also, was stellen wir an, wenn Gothic 2 vorbei ist? Sollen wir beim Dreier weitermachen? Oder wollt ihr lieber die Risen-Reihe sehen? Also vom Einser weg natürlich. Das ist eure Entscheidung. Wenn ihr euch bis zum Ende... Au! Wenn ihr euch... Super, ne? Jetzt kann er mich doch einfrieren. Dann hatte ich bis jetzt nur Glück. Na, jetzt komm. Lass dich entfrieren. Das dauert einfach viel zu lange. Komm, mach hin. Hallo. Ihr könnt jetzt 12 Jahre eingefroren sein. Na bitte. Ach so, ich bleib sowieso an Ort. Aha, okay. So, komm her, du Arschkeige. Bist jetzt endlich hin. Na warte, du schicher Krüppel. Du stirbst als Erster. Jetzt stirb! Ist jetzt hin? Nein, ist er nicht. Armbrust. Na, bitte. Triff was. Triff was. Triff ihn. Hallo. Du sollst treffen. Ich werd narrisch. Du sollst treffen. Ja, geht ja. Arschkopfblöder. Was willst denn du überhaupt? Blödes Skelett. Schleich dich. So, also nochmal. Umfrage habe ich ja gestartet. Das zweite Versuch Nummer 2. Also Versuch nicht Nummer 2 Erinnerung. So. Sagen wir so. Mir persönlich ist beides recht. Also das Dreier, sowohl auch Risen. Auch, ich weiß, ich habe gesagt, das Dreier mag ich nicht so besonders. Das liegt aber halt auch daran, das ist eine persönliche Geschichte von mir. Ne? Also meine persönliche Meinung ist das, weil ich ja mit Gothic 1 und Gothic 2 quasi aufgewachsen bin. Und ja, das Dreier-Gothic ist halt nicht mehr so das Gothic von 1 und 2, ne? Aus meiner Sicht halt, ne? Natürlich hat es Sachen, die sind sehr gut gemacht. Mir gefällt das mit dem Rufaufbau der einzelnen Dörfer und Städten sehr gut, muss ich sagen. Aber es sind halt auch hier und da Bugs dabei, die nicht so sonderlich super sind, ne? Und das, glaube ich, war der Genickbruch für das ganze Spiel, ne? So, aktivieren wir gleich mal. Dann ist nur noch einer und dann passt's. Und der ist auf die andere Seite, nicht Richtung nach unten. Das müsste jetzt der da sein. Da zücken wir gleich wieder unsere Schwertelein. Halt, falsche Richtung, darüber. So, ach ja, verdammt, da muss ich wieder aufmachen. Da müssen wir wieder aufmachen, die ganze Hetz. Na, wo ist denn das? Wo ist denn das Dürl? Hallo? Achso, ich habe schon alles offen. Warte, da. Passt schon, ist schon das. Jetzt habe ich mich selber verwirrt, weil ich nach einer Tür ausgeschalten habe. Ausgeschalten. Ausschau gehalten habe, die aber schon offen ist. So. Perfekt. Perfekt. Hui, leicht anstrengend, diese Krypta hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Zücken wir gleich wieder unser Schwertelein. Rein da. Da ist sich wieder einiges an Ungeziefer. Ja, ja, da springt schon wieder was. Ein Schattenkrieger. Ja, ja, komm näher. Arschgeige. Komm näher. Katschanga. Na? Bam. Bam. Und Katschanga. Na komm, der blockt halt auch nicht schlecht, ne? Na, würdest du blocken? Dann halt nicht. Geht doch so. Passt. Her mit dem Zeugs. Ah, genau. Jetzt werden wir wieder angegriffen, fürchte ich. Was sucht der? Wie hat mich jetzt ein Suchender entdeckt? Das war jetzt ein einfacher Schalter.
ich ganz überrascht. Bin echt überrascht. Fein, dann gehen wir wieder. Wie weit ist denn eigentlich unser nächstes Level up entfernt? Oh, das haben wir gleich. Dauert nicht mehr allzu lang. Wow. Schnell wieder zurück rein da. Ja, natürlich geht mir jetzt das Licht aus, ne? Ist ganz logisch. Du sollst bitte den anvisieren. Komm, stirb. Ja, die Skelette, ne? Ist auch so ein Geschwür. Das Winzen. Ja, die Blab. Du auch. Geht ja. Man muss sie nur lieb zureden. Dann machen. Dann klappen die schon zusammen. Wie so ein Klappstuhl. Ja. Ah, Licht, genau. Licht ins Dunkel. So, ja. Falsche Richtung. Ja, ja, das ist bei mir. Das ist bei mir typisch, ne? Also immer verkehrt. Bei solchen Räumlichkeiten, weil immer irgendwie alles gleich ausschaut, hat man das Gefühl. So, der Schalter. Jetzt müsste es passen. Aha, es geht. Baram. Dann du halt noch, ne? Kachang, kachang, jawohl. Das ist mein Tresor, ne? Mechanismus. Ich weiß, es ist eine Tür, aber trotzdem. Es ist schon cool irgendwie gemacht. Ich finde, es ist cool gemacht. Nice. Und da gehen wir gleich wieder speichern. Dann gehen wir es an, ne? Oha. Bitte, wie schaut's denn hier? Also wenn das keine Falle ist. Ich weiß genau, mich wird es gleich wieder schrecken. Ein Suchender. Zwei Suchende. Oder mehrere. Drei sogar. Ich bin eh schon... Was war das jetzt gerade? Ich hab's mir nicht Leben gehabt, ne? Ich bin ja so ein Profi. Pfui. Was war denn das jetzt? Käse. Leben. So, ja. Wobei, ich denke, ich muss auch Feuerschutz, Magieschutz nehmen. Das gibt es, glaube ich, auch, ne? Schutz vor Magie. Waffen tun wir weg. Da gibt es Magieschutz. Schutz vor Pfeilen, Magie, Feuer. Gibt es rein Magie zufällig? Nein. Dann nehmen wir halt das. Mana-Bonus, Lebensbonus, Schutzwaffen, Geschicklichkeit, Stärke, Mana, Geschwindigkeit, Waffe, 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 Mana-Bonus, ich will keinen Bonus, ich will Schutz vor Magie haben. Pfeile, Schutz vor Magie, Schutz vor Magie. Was haben wir hier? Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Magie. So. Hoffen wir mal, dass sich das was bringt. Ich werde auch mal hier so ein Mana-Tränkelein zu mir nehmen. So, die Klaue. Entschuldigung, das Licht zuerst. Bloin. Dann die Klaue. Dann speichern. Ja, alles gute Vorbereitung. Hoppala. So, und jetzt aber. Hoffen wir mal, dass es was bringt, ne? Au! Sterben, du sollst. Wow, wow. Wow, Alter, Alter, Alter. Alter, lauf. Wie sollen das anstellen, bitte? Kommt einer nach? Tatsächlich. Warte, ich muss schnell was trinken. Puh, ein Opfer ich. Ja, toll, jetzt hätte ich Zeit gehabt, ne? Ha, diese Feiglinge, ne? Warte. Ja, ist wurscht, denn ein Trank, der ist es nicht. Der fällt jetzt nicht ins Gewicht. Haichi Bombaichi, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir frieren den Krüppel ein. Oder nein, ich stürme einfach drauf los. Es sind eh nur zwei, glaube ich.
Wow. Ja, jetzt bleibe ich da wieder an der Säule hängen, ne? Wow, lauf, 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 lauf. So, schnell was trinken. Oder warte, Heilung. Hui. Badam. Und gleich noch einmal. Passt. Dann zücken wir die Waffe. Dann tun wir schnell speichern. Das lief gerade gut. Und dann müssen wir schnell reinstürmen. Arschkopf, dreckiger. Wenn ich dich zwischen die Finger krieg. Stirb weg. Du. Boah, ey. Sind davon Augen eines Drachen? Ich will aber nicht, dass das Augen eines Drachen sind. Schaut gerade komisch aus. Ich muss die Suchenden noch ausräumen. Ich will nicht. Wir haben zwar noch einen Dämon, der uns hoffentlich helfen wird. Also, hoffentlich, der tut das sicher. Wir befehlen ihm das, ja. So. Ne? Ich behalte es lieber mal kurzzeitig an. Wir können was trinken. Genau. Eine Kleinigkeit essen. Boah, ey. So. Die Waffe zücken. Speichern. Und dann schauen wir uns die Gegend da vorne mal ein bisschen an. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr klupschen. Ah, wir haben Zeit. Boah, ich hoffe, dass das da vorne jetzt kein Drachen ist. Ich will nicht. So. Ich sehe irgendwas im Eckerl versteckt. Alter. Du bist hin. Ah, war nur einer. Wow, da ist tatsächlich viel versteckt. Ein Bett wäre nicht schlecht. Also wirklich ein Schlafplatz. Was ist denn das bitte alles hier? Wir haben Spruchrollen. Wir haben eine Buchkommode. Bringt die was? Ich verstehe kein Wort. Das ist ja alles voll mit diesen Zeichen. Das ist wahrscheinlich alte Sprache oder so. Wieder. Das wäre was für Vatras, ehrlich gesagt. Der würde sich hier freuen. So, Spruchrolle, Spruchrolle, Spruchrolle. Dann Spruchrolle, Spruchrolle. Noch so ein Buchgeständer-Dings. Ist hier was Gescheites? Wahrscheinlich dasselbe. Ja, habe ich schon befürchtet. Gut. Sind wir ja nicht böse. Wir haben ja ordentlich was an Entschädigung bekommen. Dann... Boah, die zwei Augen da vorne, die schauen echt schier aus. Bedrohlich. So, was haben wir hier drin? Ja, ja. Alter, die hat da Leute gefoltert. Oh. Ist noch einer? Nein. Der hat da Leute gefoltert. Oh. Bis zur Verwesung. Ja, jetzt wirst du gefoltert. Jetzt brennst du da auf deiner eigenen Fackel da. Ist ja grauenhaft. Die armen Menschen. Oh. Streckbank. Was für ein grausamer Tod. Alter Schwede, da ist eine Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wie? Wie ernst jetzt? Wo kommst denn du her? Stirb, Bastard. Der hat auch keinen Schlüssel. Dann vielleicht in einem anderen Raum. Alter, ich bin fast hin. Boah. So, was trinken. So. Dann ein paar bessere. Wenn wir den nächsten Drachen haben, müssen wir sowieso wieder aufs Schiff zurück. Sofern es sich nicht schon um den Endgegner handelt. Aber ich glaube nicht. Dafür ist es noch zu früh. So, bling. Perfekt. Speichern. Hierhin. Und weiter geht's. Warte, ist noch einer. Ich glaube, ich habe nur gerade so aus reinem Glück überlebt. Also wir halt, ne?
Ist da drüben nicht noch so ein... Moment. Wer ist denn das? Der hat seine Kapuze runtergetan. Wartet. Ich laufe schnell auf die andere Seite hin. Ich habe keinen Bock, dass wir in einen Hinterhalt geraten. Noch schnell die Seite hier ein bisschen anschauen. Da haben wir noch nichts gelootet und gar nichts. Und da sind sicher auch suchende Watschka drin. Nein. Was nicht, ist nicht mal der Fall. Aber ein Alchemietisch. Ist ja cool. Ein Kochtopf, ein Kessel. Können wir damit? Ich habe noch nie was daraus machen können. Oder damit. Ist nur einfach so, ne? Zur Gaude. Oh. Ui, da haben wir viele Tränke. Zwar alles Mana-Tränke, aber ist ja wurscht. Was man hat, hat man. Steht hier was Gescheites? Wahrscheinlich wieder alles mit dieser komischen Schrift, ja. Da haben wir auch einen Trank. Ein Alchemietisch. Ist sie vielleicht... Wow, hier sind Tränke. Große, gute Tränke. Sehr gut. Haben wir hier was drauf? Nein. Hier wird wahrscheinlich auch wieder alles in Hieroglyphisch stehen. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Dann tun wir mal speichern. Das hat sich gerade wieder gelohnt, ein bisschen für uns. Und dann hatschen wir weiter. Gleich in den Raum hier. Das finde ich komische Gestalt. Hallo, ist jemand? Ist nochmal so ein Folterdings, ne? Boah, es ist halt echt grausam. Wie die zuarbeiten, ist echt grausam. Aber da ist gar nichts, ne? Das seht ihr auch so, glaube ich. Hier ist tote Hose. Aber wenigstens stehen hier ein paar Fackeln, so wollte ich sagen. Somit mussten die armen Gefangenen nicht frieren. Furchtbar. So. Wieder ein bisschen essen. Schön langsam verbraten wir, also verbrauchen wir unsere Ressourcen. Schön, schön. So. Gleich die Waffe zücken und hierhin. Wer bist du eigentlich? Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten. Oh. Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe, noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Wer ist dein Meister? Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Ja. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Naja, aber ich denke schon, weil wir dich umhauen werden. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch umhauen, bis ihr endlich von der Bildfläche verschwunden seid? Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Da hast du recht, weil wir dich umhauen werden. Bring mich zu deinem Meister. Oh. Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Oh. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Na, hoffen wir es nicht. Und auf geht's. So, das denn mal kurz erwischt. Sehr schön. Und fertig ist er. Wow, 600 Erfahrungspunkte. Ein Schlüssel. Ich glaube, da war ein Zettel auch dabei. Ich denke mal, der Schlüssel passt dann zu der Truhe dort.
Ich werde das gleich mal aufmachen versuchen. Na, wo war sie denn? Da. Schau mal. Truhe, öffne dich. Ja. Was haben wir hier? Wacholder. Ein paar Tränke. Ein Haufen Goldmünzen. Und? Ah, ich glaube, das war eine schwarze Perle oder so. Fein. Das lief ja wieder blendend. Wir sind vorm Endgegner. Juhu, ganz alleine und ohne unsere Freunde. Aber ich denke mal, das wird dann ein Thema sein fürs nächste, für den nächsten Part. Vielleicht auch schon der letzte. Also nochmal zum Schluss. Wie gesagt, ihr dürft euch gerne mit mir mitentscheiden, welches Spiel wir als nächstes angehen werden. Ob es Gothic 3 sein wird oder Risen 1, das liegt bei euch. Wenn ich keine Nachricht bekommen tue, werde ich vielleicht, ich glaube, ich werde mit Gothic 3 weitermachen. Weil ich bin ein Freund und ein Fan davon, dass man, wenn man jetzt eine Spielereihe angefangen hat, dass man die dann auch zu Ende bringt. Sofern es möglich ist. Ich bin ja gespannt, ob ich es schaffen werde, dass wir Gothic 3 bis zum Ende durchbringen, ohne dass das Spiel mir sagt, alte Hupfigatsch. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!